Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Meat Boy. Ich bin's wieder, euer Hello 1986, der immer noch in dieser verdammten Kottenelle hängt. Aber immerhin, wir versuchen es einfach wieder neu. Wir haben ja jetzt eine längere Pause gehabt und ich habe das Spiel jetzt auch lange nicht mehr angefasst. Und ja, mal schauen, wie es läuft. Ob ich mich noch daran erinnern kann, wie das hier alles geht, war und ob wir hier diesmal vielleicht durchkommen. Ja, ich bin jetzt auch eventuell dabei etwas ruhiger, weil ich, vielleicht dann doch mal hier durchkommen möchte. Ne, der sah ja schon mal nicht so mies aus, ne? Also da haben wir schon schlechtere Läufe gesehen. Und, ja. Es kamen einige Updates wieder für Super Meat Boy in der letzten Zeit, habe ich gelesen. Mal wieder so ein paar Hotfixes, ne, weil irgendwas mal wieder nicht so lief, wie es sollte. Naja, wozu sonst spielt man Hotfix ein, ne? Ah, verdammt, okay. Über die Kettensäge sollte ich nicht gehen. Über den Wolken wird die Kottenallee wohl grenzenlos sein. Warum auch immer mir sowas dazu einfällt, aber ist ja auch egal. Ja. Alte Aufnahmemethode ist zurück. Asynchronität sollte Geschichte sein. Ich mache alle 10 Minuten so einen kleinen Angstcut und dann passt das schon. Und... ja, es sieht alles so rosa aus. Und ich habe die Musik auch so ein bisschen vermisst, wenn ich ehrlich bin. Und es ist ein bisschen wärmer mittlerweile, so. Ja, lass mich lügen, 20, 24 Grad oder so in den Dreh rum heute. Und, ja. Das wirkt sich natürlich auch so ein bisschen positiv auf das Drückverhalten auf das Gamepad aus. Not. Wie man auch fast gar nicht merkt eben gerade. Und ja. Es ist halt eben Bandage Girl mit Super Meat Boy in der Cotton Alley. Die wir wohl nie zu Ende bringen werden. Doch irgendwann. Aber ich glaube, wenn das hier so weitergeht, dann nehme ich das alles auf und mache dann so einen schönen Zusammenschnitt daraus. Ne, ihr seht denn dann Final Run, so ein paar Fails. Und, was haltet ihr von der Idee? Findet ihr die gut? Würde mich mal interessieren, weil, ja. Also, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr hier das toll findet, wenn ihr dauerhaft ein und dasselbe Level, immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, seht. Ey! Ja, toll. Halt. Ja, was ist hier los? Was ist hier los? What is hier ab? Ah, jetzt scheint er sich wieder gefangen zu haben. Was auch immer das jetzt bitte war. Aber wenn ich jetzt asynchron bin, dann sehe ich es ja leider erst hinterher. Das kam mir so ein bisschen vor wie der Übergang zwischen zwei Fraps-Dateien. Aber da hat er doch noch nie sowas gemacht. Oder kann ich mich einfach nur nicht dran erinnern? So. Das hier abwarten. So, und jetzt kommen die lustigen... ja, genau. Genau. Man sieht noch nicht mal mehr, wie ich explodiere. Ich bin einfach gestorben an irgendeiner Stelle, die da so gar nicht war, aber doch irgendwie war oder irgendwie auch nicht. Und... Spiel... du hast mich wieder lieb, ne? Ja, ich dich auch. Manchmal. Aber nur ab und an. Na egal. Wow, das war knapp. So. Können wir hier auch schön durch, weil wir eh zu schnell waren. Ja, geil. So was liebe ich ja, wenn das passiert. Da! Verdammt, ich dachte, ich komme noch unten her. Also, nee. Das ist nicht schön, was hier gerade wieder ist. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber mir fällt es halt eben auf, dass ab und an so für eine Hundertstel oder zwei Hundertstel Sekunden, ja, ne, leckt sie da so ein bisschen im Sinne von, ich sehe nicht, was sie da, wow, macht.
Warum springst du da jedes Mal so weit nach oben? Der erste Sprung ist doch klein, der zweite doch auch. Und ich drück doch auch klein. Warum machst du's denn nicht, hm? Weißt du selber nicht, ne? Kann ich auch nachvollziehen, dass du das nicht weißt. Hätte mich auch gewundert. Ja, siehste, geht doch. War das jetzt so schwer? Hm? War das so schwer, einfach mal das zu tun, was dir von dem Controller mitgeteilt wurde? Wow. So. Ah, Mann! Und gerade komme ich mit den Kreissägen da oben noch nicht ganz so gut klar. Beziehungsweise, ja, ne? Bedingt durch die Hitze schwitzen natürlich auch die Hände und das wird irgendwann so in einer Zeit eklig an dem Controller und so. Und dann rutscht der auch so ein bisschen und das ist hier ja eh alles schon so ein bisschen glitschig und glibberig von ihr. Na, so. Warum zum Teufel springst du da nicht vernünftig rüber, hm? Wo ist dein Problem dabei? Beim letzten Teil. Ja, da war ich eigentlich drüber. Das Spiel denkt sich das wieder anders. Okay. So. Und mein Controller ist immer noch nicht da. Muss ich auch nochmal mit Joshua reden. Der hat mir zwar gesagt, das dauert bei diesem Genie wohl ab und an ein bisschen länger, aber ja, mittlerweile würde ich dann eher sagen, es dauert schon so lange, dass ich die Seite auf ja, Verarsche-Seite stufen würde. Ne? Die sammeln sich da irgendwas zusammen und versprechen da was und zeigen da Werbung und so und ja. Ne, ausliefern ist aber nicht. Wow. Zumindest kommt mir das gerade so vor, wenn ihr natürlich, ja, das war so klar, dass das jetzt passiert, wenn ihr da natürlich Bescheid drüber wisst, ob diese Seite überhaupt gut ist, also im Sinne von, ja, ne? Dass die, keinen Schindluder betreibt, dann könnt ihr mir das natürlich gerne hier unter dem Video mitteilen. Weil das ist halt nur ein Gefühl, das ich gerade dabei habe und, ja, wenn das anders ist, dann, oder wenn ihr es anders kennt, anders wisst, dann immer heraus damit. Weil, ne, ist doch sinnvoll. Schließlich sind wir hier eine Community, da kann man sich auch austauschen, wa? Und ich tausche mich hier andauernd mit den Sägen aus. Mit den Kreisketten-Sägen. Ist doch nicht. Ist doch nicht, jo. Ist doch nicht nett. Nee, ist nicht nett. Definitiv nicht nett. Sop. So, die gefürchtete Doppelkleinsprungstelle, die natürlich wieder nicht hinhaut. Warum auch? Na, zumindest komme ich so langsam wieder in die Bewegungsmechanik rein. Auch wenn ich... Ja, ne, ich hab's wieder gesagt. Ja, das war eindeutig, habe ich ein böses Wort gesagt. Zu langsam oder ich komme wieder rein oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat das dem Spiel jetzt irgendwann nicht gefallen. Deswegen lässt es mich erstmal ein paar Dutzend Mal an ein und derselben billigen Stelle verrecken. Du bist doch so ein tolles Spiel, deswegen gehen jetzt hier durch oder auch nicht. Ne, zu dem Lied kann man nicht wirklich was singen. Hm, schade. Zumindest fällt mir eben gerade nichts Gutes ein. Das regt mich ja auch gar nicht auf, was hier so abläuft. Zopp und zopp. Ne, es regt mich eigentlich nicht auf. Ich kann aber immer noch relativ ruhig bleiben, weil es ist nur ein Spiel. Es ist zwar ein gemeines Spiel zum Teil, aber es ist nur ein Spiel. Nur ein Spiel. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Oh, das war wieder schön knapp. Wow. So. Ja.
Ich weiß nicht, was sich die Entwickler bei diesem kleinen Mikro Pisssprüngen gedacht haben, um jetzt mal diesen Ausdruck zu verwenden, weil, ja, anders kann ich die echt nicht mehr nennen. Geht doch nicht. Okay, nee. Nö, sehe ich ja gar nicht ein, dass ich mich hier stundenlang damit noch rumschlage. Da gehe ich lieber in die Hölle, da bin ich besser aufgehoben. Denn hier fehlen mir ja auch noch ein paar Bandages, beziehungsweise das Special Level, das haben wir hier glaube ich auch noch nicht. Zumindest kann ich mich jetzt gerade nicht daran erinnern. Nein, das habe ich definitiv noch nicht gemacht. Moment mal. Okay, da sind einige Spikes. Aha. Wow. Nee. Nein. Nein, okay, gut. Ja. Interessant. Aber endlich mal ein bisschen andere Musik auf den Ohren. Ach, verdammt. Auf den Ohren. Weil das tut mal gut. Nicht immer dieses kleine süße. Ich bin Bandage Girl. Ich bin so lecker. Iss mich. Weil ich bin so fluffig, süß und knuddelig. Süß und knuddelig. Ja, toll. Game over. Die erste. Ah, zumindest kann man jetzt das hier ein bisschen beschleunigen. Dass man da durch Drücken der Weitertaste, sage ich jetzt mal dazu, ein bisschen schneller wieder in das Spiel reinkommt und nicht immer stundenlang darauf warten muss, bis dieser Screen weg ist. Zumindest gefühlte Stunden mal. So, ich stehe hier nicht unter Zeitdruck, also gehen wir das ganz ruhig an. So. Warten. Jetzt. Gut. Nein, ich stand doch oben drauf. Ich hätte mich nicht bewegen müssen. Das wäre schon schön gewesen. Aber wer weiß, was dahinter noch auf mich lauert. Und wartet. Zähnefleischend. Du bist Meat Boy? Ich esse dich. Njam, 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 njam. Ich stecke dir ganz viele Spikes in den Hintern, weil da steht ein Fleischklumpen drauf. Gut, das wirft jetzt eigentlich so ein bisschen die Frage auf, ist Super Meat Boy eventuell sogar schwul? Weil irgendwie steht er ja doch auf spitze Gegenstände, sagen wir es einfach mal so. Ich möchte natürlich jetzt keine Schwulen damit angreifen oder so, aber mir erübrigt sich einfach gerade die Frage, weil... Oder, ich stelle sie mir gerade, weil Meat Boy ist halt eben doch... Man könnte auch sagen, er ist vielleicht ein Emo. Verdammt. Viel später springen, dann hätte das hingehauen. Aber, das sieht ja schon mal... Es ist auf jeden Fall machbar. Belassen wir es dabei, es ist machbar. Klar, hier ist alles machbar. Mit Übung... Können und viel zu viel Glück. Nein, warum drücke ich denn da in... Ja, genau. Spring doch einfach direkt in den Tod. Uäh, ich kann ganz cool ganz weit springen. Oh, da ist nichts mehr unter mir. Verdammt. Ja, das war klar. Weil das Gegenlenken in der Luft nur so auf wenig Platz getimt ist nicht allzu einfach. Gut, da kann man eigentlich mit ein bisschen Glück relativ schlecht sterben. So, nochmal abwarten. Jetzt. Gut. So. Gut. Ah! Okay, trifft mich nicht. Auf warten. Jetzt. Nein! Oh.
Okay, also langsam durchgehen. Vielleicht doch nicht ganz so prickeln. Auch wenn es eigentlich nicht schlecht ist, so von der Idee her. Aber irgendwie auch nicht ganz so prickelnd. Weil man jetzt an der Stelle nicht ganz so einen guten Spot hatte, um einfach mal stehen zu bleiben. So, ja. Zack. Links, rechts, links, rechts. Kombo. So schön. Oh, top. Sehr gut. Warum hältst du dich da schon wieder an der rechten Seite weg, Meatboy? Das fest. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich einfach komplett nicht. Du bist so ein kleiner Selbstmordattentäter. Du bist einer von den Tappen. Nein. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Und das habe ich auch nicht gesagt, weil ich habe es nicht ausgesprochen. Aber er kommt halt eben doch so ein bisschen rüber. Als wäre er einer von den Selbstmordattentätern. Wobei das kein lustiges Thema ist. Weil dadurch sterben Menschen. Und das ist, ja, wenn Menschen sterben, ist das nie lustig. Warum schießt du denn... Es ist ein bisschen problematisch aufgrund dessen, dass man so gewohnt ist, zugeballert zu werden von allen Seiten mit allen möglichen Kappes, ne, der einen immer ins Gesicht trifft, dass wenn dann da die Bälle so ja, immer ein bisschen langsamer gepolt, dadurch schwieriger zu handeln sind, als würden die da im Dauerfeuer fast durchgehen. Weil man hat sich dann doch auf sowas... Ja, man hat sich an sowas gewöhnt. Einfach. Ja, spring doch einfach wieder in den Tod hinein. Bisher habe ich aber auch leider noch kein Ziel gesehen. So. Nee, nochmal warten. Jetzt. Wow. Ja, nein, warum? Diese kleine Kante da, ne? Wie habe ich das jetzt bitte schön gemacht? Da so hoch zu springen. Ja gut, da so hoch zu springen, das war nicht schwer. Aber das andere da so an der Wand und dann stand ich da mit einmal oben drauf, das ist doch... Suspect. A little bit of sehr suspect. So. Zack. 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 Sehr schön. Ja, gut. Da kann man so perfekt drüber landen. Jetzt. Puh. So. Jetzt nochmal Pause. Ah, okay, da oben ist Bandage Girl und da werden zwei Bälle nochmal so gefeuert. Das ist, ja, gut. Jetzt kennen wir das Level aber auch, jetzt wissen wir Bescheid. So. Sehr schön. Nein, nein, nein. Oh, es war zu früh. Es war zu früh. Ich hab's doch gewusst. Ich hab es gewusst. Aber trotzdem war es mir egal, weil ich gehe gerne in den Tod hinein. Sup, sup, up, on. Gut. Wenn man hier nicht drauf landet, ne, dann, einfach nach links drücken. Man landet eigentlich fast automatisch auf den da drunter. Zumindest habe ich gerade das so ein Gefühl. Und man kann natürlich auch mal wieder nicht da oben zwischenlanden.
So. Sehr schön. Ganz ehrlich, Leute, so langsam bin ich eigentlich auch ganz froh, wenn Meat Boy abgeschlossen ist, Super Meat Boy. Weil nach einer Zeit kann man es dann doch irgendwie nicht mehr so oft sich ansehen und sehen, wie man gerne möchte. Man hat irgendwann dann doch die Schnauze so ein bisschen voll von einem Spiel, was einen sowieso nur dauerhaft quält. Gut. Warum? Ich... Springt der wieder nicht, wenn ich springen drücke? Ich liebe so etwas. Wenn ein Spiel so gut programmiert wurde, dass es nicht springt, wenn man die Springtaste wirklich drückt. Naja, ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal drauf einstellen. Beim nächsten Mal machen wir erstmal die Hölle noch fertig. Wunderbar. Weil die mir dann doch auch so ein bisschen am Herzen liegt, dass ich die weghaben möchte. Weil da 100% stehen zu haben, ist ja dann doch ganz angenehm. Und Game Over zu gehen an so Stellen ist auch super. Ne, weil wenn wir die Hölle weghaben, dann gibt es ja eigentlich nur noch The End in der Dark Zone. Und da freue ich mich auch so ein bisschen drauf. Und da bin ich auch ein bisschen gespannt drauf, weil ich möchte natürlich gerne das zweite Ending sehen. Da steht da oben drauf, aber er überlegt es sich nochmal, dreht um und läuft in die Kugel rein. Warum tun die eigentlich Kugeln weh? Auch wenn es Lavakugeln sind, aber warum tun die dir weh? Ich meine, hey, gut, klar, du bist ungefähr genauso groß wie so eine Lavakugel, aber das entschädigt dich dafür, dass du daran sterben musst, wie ein Bekloppter. Ne? Also, du könntest das Sterben jetzt auch einstellen und einfach das tun, was man von dir verlangt. Nämlich das Bandage Girl, ja, retten. Einfach nur retten. Rette Bandage Girl. Spring auf die andere Seite. Das ist nicht wahr. Das ist sowas von nicht wahr. Ja, genau. Warum springe ich denn da nochmal rum wie ein Bekloppter? Ich kann es mir ja noch nicht mal selbst erklären. Jetzt springt er nicht mehr hoch genug. Was kommt als nächstes? Was denkt sich das Spiel als nächstes aus? Seht es gleich beim nächsten Tod. Ich reg mich eigentlich nicht über das Spiel auf, sondern ich reg mich darüber auf, dass ich hier an so... Ja, doch. Ja, doch, das ist eigentlich schon so eine bisschen blödere Stelle, weil es ist verdammt eng da oben. Aber daran immer und immer wieder. Das ist so ein bisschen... Also ich reg mich eher über mich so ein bisschen auf. Wow. Ja, spring doch tausendmal übers Ziel hinaus. Samtags, ey. So. So. Nein, warum bleibe ich denn da unten drauf stehen? Ich habe doch alle Zeit der Welt, ey. Festplatte ist eh leer soweit. Da kann ich aufnehmen wie ein Bekloppter, wenn ich lustig bin. So, das funktioniert ja schon mal. Nur das nicht, weil... Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum.
Hooray! Damit kann ich eigentlich schon die anderen beiden auch gleich nochmal in den Tod schicken. Warum kriegt man hier eigentlich eine Lebensanzahl? Das ist total bekloppt. Weil ich meine, ich kann das Level hier sowieso jedes Mal wieder neu betreten. Es ist einfach nur, um den Startbildschirm nochmal öfter zu zeigen. Bei so Warp Zones und so, da finde ich das dann sinnvoll. Weil, ja, da hat man 3 Level. Aber das hier ist ein Level. Eins. Uno. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ja, das war jetzt einfach mal italienisch gezählt, weil ich auch Uno gerade gesagt habe, wobei Uno falsch ist, sondern Un. Oder On, oder... Ja, die Italiener unter euch werden mich eh wieder korrigieren und berichtigen. Ja, geil. Warum warte ich nicht? Hm? Warum muss ich jedes Level immer so schnell wie möglich erledigen wollen? Ob ich das dann tue, ist natürlich eine andere Sache. Yay! Yay! Ich brauchte so ein kleines Erfolgserlebnis, was ich feiern kann. Deswegen habe ich gefeiert, dass ich da drauf gelandet bin. Nein. Okay. Mal warten. So. Geht doch. Was war denn jetzt daran so? Hm? Errungenschaft freigeschaltet. Itzke, fitzke, bitzke, ditzke. Wow. Gut, Leute. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, reicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin euer Hellot 1986 bei Super Meat Boy. Leck mich doch am Arsch. Ich bin jetzt hier raus. Nein, keine Ahnung. Ist egal. Bis dann. Ciao.